herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, Dr. Claudio Weiß, und wir sprechen mit dem Psychologen heute über unser Thema der Identifikation in der Gesellschaft und über den Weg in unserem Leben. Was macht das Ego aus und inwieweit lassen wir uns auch ein Stück weit vielleicht in gewisse Richtungen drängen, die wir so aus unserem Selbst gar nicht gehen würden, und verraten dann vielleicht auch ein Stück weit unser Herz, könnte damit auch einhergehen, dass wir spüren, wir sind auf dem falschen Weg, und wie kommen wir im Rahmen der Selbsterkenntnis wieder auf den richtigen Weg. Also es sind viele spannende Themen, die wir heute anschneiden werden, und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, lieber Claudio. Hallo, da freue mich wieder, ja, da zu sein. Ich freue mich auch sehr, und ich habe mir jetzt wirklich so, als ich diese Begrüßung gemacht habe, überlegt, Mensch, wir hatten schon mal ein Interview über das Thema, was sind wir eigentlich? Ja. Und in unserer Gesellschaft werden wir doch sehr geprägt über dem, was haben wir studiert, was haben wir für einen Beruf gewählt, ja, oder für einen akademischen Grad. Oder wir wollen auch zu gewissen Gruppen dazugehören und lassen uns dann gewisse Verhaltensmuster auferlegen, die wir dann auch dementsprechend vielleicht umsetzen. Aber ist es denn wirklich der Sinn des Lebens? Entspricht es wirklich unserem Sein? Vielleicht nicht, aber das, was du gerade geschildert hast, gehört vielleicht und ist vielleicht nicht alles schlecht dabei zu unserem Unterwegssein. Mhm. Und ich gehe mal auch sehr aufs Sprachliche. Und du hast da so eine frühere Sendung angesprochen, wo wir darüber gesprochen haben, was sind wir? Man könnte fast fragen, aus was sind wir gemacht, wenn du so willst. Mhm. Aber jetzt, in dem, was du jetzt hier gerade angesprochen hast, ist eine andere Frage drin, nämlich, wer sind wir? Mhm. Und das Wer ist ein deutsches, das ist das Personalpronomen, da fragt man nach einer Person. Und jetzt machen Menschen, wenn sie auf diese Welt gekommen sind und heranwachsen, die Feststellung, dass sie nicht die einzigen sind, die da sind. Da gibt's noch andere Kinder. Und komisch, da ist vielleicht ein Mädchen, das sagt, ich bin blond, aber die ist dunkelhaarig. Und er hat blaue Augen und er hat braune Augen und so weiter und so weiter. Der ist groß, der ist klein, der ist dick, der ist dünn. Wir stellen fest, wir sind unterschiedlich. Mhm. Gehört einfach zum normalen Heranwachsen dazu. Und jetzt stellen wir fest, wir sind nicht nur unterschiedlich, sondern der mag was anderes als das, was ich gerne mag. Der kann etwas viel besser, was ich viel besser kann. Jetzt fangen wir an, uns miteinander zu vergleichen. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie sieht es jetzt mit deinem Selbstwertgefühl aus? Wenn ich da herumlaufe und ich renne und alle anderen rennen schneller als ich, ich spreche aus ureigener Erfahrung als Kind, ich bin kein sportlicher Mensch, kann einem dann der Gedanke kommen, die sind alle besser als ich und ich bin schlechter als die? Ja, jetzt gehen die Vergleiche los. Und was ist, wenn ich schlechter bin als die? Bin ich dann weniger als wertvoll als die? Und wenn ich weniger wertvoll bin als sie, bin ich womöglich weniger liebenswert als die? Und da kommen also diese Menschleins beiderlei Geschlechts und sie wachsen heran. Und was wollen sie? Sie wollen gesehen werden. Sie wollen wertgeschätzt werden. Sie wollen geliebt werden. Ist das normal? Mhm. Das gehört doch dazu. Ist völlig okay. Ist völlig prima. Aber jetzt kommen möglicherweise weitere Einflüsse, die diese an und für sich noch völlig harmlosen Dinge, die zu einer menschlichen Entwicklung gehören, verdrehen. Wie ein Arm, der normalerweise so ist und etwas greifen würde, wird jetzt verdreht. Da kann er nicht mehr so gut greifen. Und das sind vielleicht Einflussfaktoren und die geht vielleicht so. Vater zum heranwachsenden Sohn. Ich werde mal sagen, wenn du nicht erfolgreich bist, weißt du, was du dann bist? Weißt du, was du dann bist? Dann bist du nichts. Du bist weniger als Dreck. In unserer Kultur. Und jetzt kommt eben die Kultur mit diesen Dingen. Und das ist der Wahn,
dass wir meinen, dass diese Anforderung, diese soll und nicht dürfen, soll so sein. You should and you shouldn't. The shoulds and the shouldn'ts. Dass diese Sollvorschriften, die da vorgesehen, unseren Selbstwert bestimmen. Dass die unsere Liebenswürdigkeit, also würdig geliebt zu werden, bestimmen. Und wenn sich das anfängt einzuschleichen, ja, ich will doch geliebt werden. Ich will doch dazugehören. Ich will doch nicht isoliert und getrennt sein. Das sind kein Mensch, mit Ausnahme von beruflichen Einsiedlern, die sind so geboren, die haben das im Horoskop. Ne? Aber abgesehen von denen will kein Mensch isoliert sein. Ist es nicht auch in unserer Urangst, dass die größte Angst ausgeschlossen werden von der Gruppe, weil wir dann früher eben, das bedeutete der Tod. Ja. Und dementsprechend versuchen wir uns in der Gesellschaft so zu integrieren und werden dann gegebenenfalls auch, zu Mitläufern. Ja. Oder mit Schreiern oder mit Hustern oder was immer es gerade ist, was jetzt mit Klatschern, was immer gerade gefragt wird als kollektives Verhaltenszeichen von Zugehörigkeit. Und ich kann das, was du gerade da gesagt hast, von meiner eigenen Forschung nur voll und ganz bestätigen. Ich habe mich nämlich sehr intensiv beschäftigt mit der Entwicklung von Werthaltungen. Im individuellen und im kollektiven Bewusstsein, in Kulturen. Und der Begriff, der dafür mal geprägt wurde, aber der leider Gottes auch für ganz andere Dinge dann verwendet wurde, ist Meme. Ein Meme. Und ursprünglich wurde der Begriff geprägt von jemandem, mit dem ich überhaupt nichts an Hut habe, nämlich Dawkins. Und das sind dann also irgendwelche Arten von kulturellen Gene, die um ihr Überleben kämpfen. Der hat ja das Buch geschrieben, The Selfish Gene, hat nichts mit dem zu tun. Ich habe es auf einem anderen Wege kennengelernt, aber interessant ist, das Wort Meme ist verwandt mit Memory, das ist etwas Bleibendes, Mentales. Und das sind Programme. Und da können wir schön sehen, und für die das interessiert, habe ich ein Buch geschrieben, wo mehrere Kapitel sich dem widmen. Also wenn das Leser oder Zuhörer interessiert, kann man sie vielleicht darauf aufmerksam machen. Ich kann hier nicht in die Einzelheiten, aber jetzt ist Folgendes. Es sind übereinander sich legende Schichten von Denkweisen, Mentalitäten und Werthaltungen. Und die zweite von insgesamt 8 ist die der nicht anonymen Gemeinschaft, ursprünglich eine Stammesgemeinschaft oder eine Dorfgemeinschaft. Und kleine Kinder durchlaufen das ganz stark im Kindergartenalter. Und da ist alles im gleichen Rhythmus und alles zusammen. Also zum Beispiel die gleichen Kinder im zusammen in der Schweiz, im Kreisli, go singen und miteinander und Räbeliertli. Und da gibt's dann die Elfen und die Zahnfee und ich weiß nicht was. Das ist das im Kleinkindalter, wo das stark ist. Und in den Stammesgesellschaften ist das auch noch sehr stark. Und das kommt wirklich aus der Zeit oder aus einem Umfeld, wo ausgestoßen sein, der sichere Tod bedeutet. In der katholischen Kirche gibt's das immer noch. Wie heißt das dort? Du bist exkommuniziert. Das heißt, rausgeschmissen aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Okay. Ne? Also das ist uralt und das ist in uns drin. Und es ist eine verbreitete Urangst, dass wenn ich nicht zu meiner Herde dazugehöre, ist das mein sicherer Tod. Und insbesondere auch so Kinder und frühe Jugendliche, die fragen sich, was ist, wenn ich da nicht... Da ist der Konformitätsdruck der Gruppe enorm stark. Naja. Ist es auch eine Art der Selbsterkenntnis und der Entwicklung meiner selbst, dass ich eben diese Angst überwinde und in der Lage bin, mich auch außerhalb so einem Kollektivdenken mir eine eigene Meinung zu bilden und meinen eigenen Weg zu gehen? Unabhängig davon, ob ich noch zur Gruppe dazugehöre, ob mich mein Papa noch liebt oder ob ich noch in meinem Team dazugehöre? Also sagen wir mal so, sagen wir ehrlich, sind wir menschlich. Dann plötzlich nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr verstanden zu werden,
Und das kann ja passieren, das passiert auch Menschen. Das tut weh. Was bedeutet, was brauche ich, brauche ich dazu Mut oder ist es, weißt du, was ja. macht diesen menschlichen Unterschied aus, dass derjenige diesen Weg gehen kann und der andere dort ja. verharrt? Ich finde, diese Frage, die du jetzt aufwirfst, ist eine nicht schnell mal eben plötzlich zu beantwortbare, ehrlich. Komm. Nein, ist nicht. Sondern sie hat verschiedene Seiten und verschiedene Aspekte. Und du hast angesprochen den Mut, der die Angst überwindet. Und ich habe vorher eigentlich beleuchtet, weniger die Angst, sondern das menschliche, legitime Bedürfnis, das auch dahinter steckt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, sollten wir vorsichtig, ich bin momentan bewusst vorsichtig, dass man nicht zu pauschalen Bewertungen von Menschen kommt, wenn man sich dieser Thematik nähert. Denn nochmal, ich glaube, das Bedürfnis, Menschen zu haben, von denen man sich angenommen, gesehen, wertgeschätzt und geliebt fühlt, ist natürlich und okay. Und der Verlust davon ist schmerzlich. Und dass man davor vielleicht gewisse Schiss hat, ist absolut verständlich. Aber jetzt kommt die Frage, wie sehr brauche ich das? Und wie sehr habe ich Fülle und Liebe und Herzensfreude in mir selber? Und wie weit bin ich flexibel? Ja, bis zu einem gewissen Grad, klar. Aber muss ich mich verbiegen? Muss es so weit gehen, dass ich die Liebe zu mir selbst, zu meiner eigenen Natur, zu mir selbst vergewaltige? Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Und deswegen glaube ich, es ist, wenn man jetzt daraus einen Ratschlag formulieren oder herausdestillieren wollte, dann wäre es weniger, habe Mut, deine Angst zu überwinden. Scheiße, die ist trotzdem da. Ich will das nicht. Sondern erfahre, lerne, dass in dir selber Fülle ist und du es dir leisten kannst. Du brauchst keine Angst zu haben. Also statt die Angst zu bekämpfen, um sie zu überwinden, die Ressourcen, die wir in uns selber haben, erkennen und wahrnehmen. Und in einem Vorgespräch hattest du das Wort Selbstliebe. Das ist gesunde Selbstliebe. Ja? Oder Selbstfürsorge ist auch ein Wort. Und daraus entsteht dann, das ist auch ein Modewort, ein bisschen Sinn, eine gesunde Selbstwirksamkeit. Und die sagt vielleicht im Moment, was? Komm, wir sind hier in der Gruppe, wir rauchen hier alle verdammt starke Zigaretten. Oh, klasse, es gibt nichts Gutes, jetzt zusammen hier dieses Kraut zu rauchen. Du siehst zwar Sternchen vor deinen Augen, aber es ist doch völlig wurscht, du gehörst jetzt da dazu. Sag, ich kann auch so dazu gehören, ich brauche das Zeug nicht. Ne? Aber da muss man sich selbst ein Stück weit genug sein. Und ich glaube, dass, wenn das Jugendliche, da müssen sie einfach durch. Mhm. Ich habe auch mal geraucht aus dem gleichen Grund. Als Teenager. Und dann aufgehört. Ja, wenn ich jetzt unsere Gesellschaft sehe, wie du es vorhin schon eben diesen Vater gezeigt hast, der so gesagt hat, wenn du nichts, dann bist du, genau. Das ist ja wirklich, sage ich mal, in unserem Breitengrad, in unserem Kollektiv so kommuniziert worden. Wenn ich jetzt die Indianer, die gratulieren den Kindern, wenn sie Fehler machen, weil sie wissen, dass sie daran reifen und eben mit sich selber in einem ganz anderen... Weißt du, warum... Also ist es bei uns so, dass das so extrem ist, dieses angepasst sein, dieses gut sein müssen, keine Fehler machen dürfen. Wo kommt das denn her? Also das, was du, die Frage, die dich jetzt bewegt und die ich ein Stück weit mit dir mitbewegen möchte, ohne jetzt deswegen eine endgültige, alles umfassende und alles abdeckende Antwort zu geben, ist eigentlich eine Frage von in einem anderen Gespräch mit Alexander habe ich, glaube ich, das Wort mal erwähnt, Kollektivpsychologie. Mhm.
Und die hat was mit kulturellen Entwicklungen zu tun. Und jetzt muss man ja schauen, wo kommt unsere Kultur, unsere Zivilisation her? Und sie kommt, wenn wir jetzt also mal ins Mittelalter zurückgehen, also 1000 Jahre zurückgehen, oder auch noch ein bisschen früher, also nach der Antike, also nach dem Einsetzen des offiziellen Christentums als die allgemeingültig mit Moral und so weiter und so fort. Das war eine sehr strenge Moral. Und wenn du nicht brav bist und nicht dazugehörst und so weiter, dann gehörst du nicht dazu. Mhm. Das war sehr, sehr streng. Und es war von außen kommen, von der Kirche. Und die Kirche hat gesagt, es kommt vom lieben Gott höchstpersönlich. Mhm. Und es war sehr, sehr streng. Mit enormen Strafandrohungen. Keineswegs nur in diesseits, die auch gelegentlich grausamst vollzogen wurden, sondern ganz noch viel schlimmer im Jenseits. Und damit wurde Angst eingeträufelt in den Menschen. Und wir laufen, wir haben diese tief sitzenden kollektiven Ängste, ich glaube, die tragen wir immer noch mit uns mit, unbewusst, kollektiv. Mhm. Und das hat zu tun mit einer strengen, auch übrigens sinnenfeindlichen Moral. Und dann ist etwas passiert und jetzt werde ich etwas sagen und ich sage es trotzdem, wiewohl ich weiß, dass es vielleicht den ein oder anderen Zuschauer gibt, der wird jetzt sagen, geht's noch? Aber es tut mir leid, ich kann aus meiner Seele keine Mördergrube machen. Da gab es einen Philosophen, den ich für andere Leistungen als die, von der ich jetzt spreche, sehr, sehr schätze. Sein Name war Immanuel Kant. Als Erkenntnistheoretiker für die Wissenschaft ein Genie. Aber seine Beschäftigung mit dem Thema Moral und Ethik ist, wenn du mich fragst, eine Wiederholung des Mittelalters in einem anderen Gewand. Es ist genauso eine strenge Moral. Er hat gesagt, ob das Moral, also was mit Moral und Ethik und richtig und falsch und so weiter zu tun hat, das hat nichts, ich zitiere wörtlich, wie man wohl wähnt, mit irgendetwas von Fühlen zu tun. Mhm. Nein, das ist die Vernunft und ausschließlich die Vernunft im Sinne von da oben. Mhm. Und das, was ethisch und moralisch ist, das hat nichts mit Neigung zu tun. Nein, das ist die Pflicht, wie sie gebeut, um nicht zu sagen geboten wird, von der Vernunft. Und damit haben wir das Gleiche nochmal. Mhm. Wenn auch nur in einer anderen Verkleidung. Das Bühnenbild hat sich geändert. Die Kostüme haben sich geändert. Aber die Sinnen- und Herzfeindlichkeit von einer Vernunft, die nenne ich, ich habe also da viele Gespräche mit meiner lieben Freundin, der Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz, die sich mit diesen Dingen sehr intensiv beschäftigt, uns ist mal der Begriff der Schrumpfvernunft gekommen. Mhm. Und eine solche Schrumpfvernunft, die Wörter, die sind in unserer Kultur drin. Und dann, was wollen wir dann? Dann wollen wir richtig sein und nicht falsch sein. Das ist so tief drin in unserer Kultur. Also du hast mich gefragt, woher es kommt. Und ich habe es jetzt mal versucht, eine kulturelle Entwicklungsschiene aufzuzeigen. Und wenn an der was dran ist, dann steht jetzt was an? Aufs Herz. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wie viele gibt's, die laufen herum und sagen, Spürle, sagt man in der Schweiz, ne? Also ins Klo mit dem Kopf und nur noch Herz, nur noch Herz, nur noch Herz. Jetzt wird wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Warum bringen wir nicht Kopf und Herz zusammen? Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Mhm. Wenn wir immer tiefer in uns hineingehen, ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem oder in einem anderen Gespräch war, da haben wir gesprochen über unser innerstes, tiefstes Selbst. Ja, im letzten. Das war jetzt im letzten Gespräch, nicht? Da kommen Fühlen und Denken immer näher zusammen. Und in unserer feinsten Seele ist es ein Denkfühlen oder ein Fühldenken. Und das gehört zusammen und es gehört nicht getrennt.
Ja. Und das, wenn unsere Erziehung und alles, wenn unsere Kultur in der Richtung weitergehen könnte, das wäre eine gute Geschichte, wenn du mich fragst. Und fragst dann mich. Ist es ja im Grunde der ja. Kern der Spaltung gewesen. Also Gefühl und Gedanken, die auseinander, hat ja im Grunde, zieht sich ja durch unser ganzes Leben. Groß, klein, böse, lieb, reich, ja. arm, ja, ja. rechts, links. Ja, mhm. Also immer diese Spaltung und jetzt wirklich den Weg über die Selbsterkenntnis an die zwei wieder in Verbindung zu bringen. In Verbindung bringen und feststellen, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille, wenn beides gesund ist. Mhm. Wenn beides verdreckt ist, dann führen sie gegeneinander Krieg. Aber wenn es zusammenkommt, dann sind es siamesische Zwillinge. Oder zwei Pferde vom gleichen Gespann, also verschiedene Bilder mhm. für das Gleiche. Ja? Und jetzt hast du eben etwas angesprochen, wovon ich überzeugt bin, dass das, und jetzt greife ich den Begriff von meiner Freundin da auf Zeitgeist, und sie untersucht die Zeitdynamik im Sinne einer evolutionären Entwicklung. Und ich glaube, jetzt im 21. Jahrhundert, und das erste Fünftel davon haben wir bereits hinter uns gebracht, ne, 20% mhm. sind rum vom 21. Jahrhundert. Ja. Ne, das haben wir hinter uns. Letztes Silvester, abgehakt. Ne? Das, was jetzt passiert und jetzt ansteht, ist, dass wir das verbinden, aber verbinden heißt nicht, dass wir die Unterscheidung nicht mehr machen. Es ist immer noch beides da, mhm. aber wir sehen beides. Und das, was es dazu braucht, dass wir das zwar unterscheiden, aber nicht trennen, ist ein Sowohl-als-auch-Denken. Und was ich beobachte, was momentan wirklich überall auf der Welt an seine Grenzen kommt, da kommen Leute, ich sage immer was, die vertreten, ich sage es jetzt mal, nenne es mal Virologen. Die sehen nur noch ein Virus und wie kann ich das Virus bekämpfen? Und alles, was das Virus bekämpft, nach ihrem besten Wissen und Gewissen, ist gut und das andere wird ausgeblendet. Ja, kann ich vielleicht sowohl das Virus vielleicht nicht bekämpfen, aber beschränken, als auch dafür sorgen, dass das Leben gesund weitergeht, indem ich beispielsweise das Leben so gestalte, dass das Immunsystem der Menschen gestärkt wird und darauf dir aufmerksam. Aber da brauche ich wieder sowohl als auch denken. Und es wird immer, es ist also die Einseitigkeit. Aber ist es auch der Weg, dieses Extreme zu spüren, um dann die Erkenntnis zu haben, dass es zusammengehört? Und was du hier gerade beschreibst, ist, und es ist ganz lustig, wenn du bist eine Dame und meine Zeitgeistforscherin, Freundin ist auch eine Dame, die sagt, genau das beobachte ich über die Jahrzehnte hinweg in der Zeitgeistdynamik und in der Entwicklung. Es braucht manchmal erst ein Extrem, damit dann etwas weitergeht mhm. und wieder zusammenkommt. Und ich glaube, das ist wirklich genau so, wie du sagst. Da sind wir jetzt genau drin. Mhm. Und insofern ist es eine der ich bin nicht mehr ein Chicken, oder? Ich habe schon ein paar Jahrzehnte gesehen. Mhm. Aber es ist die spannendste Zeit überhaupt. Ja, ja? Also finde ich auch. Also gut, weil ja. ich hatte jetzt noch nichts. Aber auf jeden Fall, wenn man sich damit befasst, scheint wohl wirklich was zu gehen. Ja, definitiv. Ja, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ja. Vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall da warst. War wieder so erkenntnisreich danke und schön. Danke dir für mich aus rausholen von Dingen, die ich gerne teile, weil sie einfach schön sind. Ja, super. Nee? Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, vielen danke. Dank fürs Kommen. Ja. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Es ist so schön, in unserem Format doch in diesem philosophischen Austausch uns immer wieder an uns selbst zu erinnern, zu erkennen und auch neue Wege dann gehen zu können im Leben. Falls Sie weitere Interviews sehen möchten, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.qs24.tv. Dort können Sie einfach den Namen von unserem Gast eingeben und finden noch weitere, geistreiche Interviews. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.